Nenad Vučković, mein Zimmerpartner die letzten Jahre, einer der größten, einer der Musterprofis, die ich in meiner handballerischen Karriere kennengelernt habe. Immer gut gekleidet, immer top ausgestattet, von Jugo-Tasche, wo sein Handy drin ist, Goldkette, große Uhr. Und Nenad, vielen, vielen Dank für die zahlreiche Zahnpasta, die du mir zur Verfügung gestellt hast, weil ich habe von 9 von 10 Auslandsfahrten habe ich immer die Zahnpasta vergessen. Nenad hat immer was dabei gehabt. Der Nenad ist halt ein korrekter Typ. Das ist richtig. Laut meiner Freundin schnarche ich extrem. Aber die letzten Jahre hat sich der Nenad nie beschwert. Deswegen glaube ich das nicht. Also anscheinend muss ich wirklich einen ganz ruhigen Schlaf haben. Und deswegen, Nenad, vielen, vielen Dank für die ruhigen Nächte. Also meine ruhigen Nächte. Vielleicht. Ich hoffe, du hattest auch ruhige Nächte. Ich glaube nicht. Also Nenad, wir wünschen dir natürlich beide, dass du noch mit deinem absoluten Astralkörper, was du natürlich auch kannst, noch bestimmt 3, 4 Jahre Handball spielen wirst. Und ich und Johann bestimmt auch, wir wünschen uns beide, dass wir in deinem Alter immer noch genauso aussehen. Mit so einem Sixpack, Brustmuskeln, durchtrainiert, ohne Ende. Das ist wirklich der Wahnsinn. Also seit ich bei der MT Melsung bin, und das ist seit 2009, ist der Nenad Vučković auch schon immer da gewesen. Der ist sogar noch früher da gewesen als ich. Das heißt, er ist ein richtig alter Hase. Und wenn man vom Profi-Handballer spricht, dann muss man, glaube ich, Nenad in einen Satz sagen. Weil Nenad ist der Profi-Handballer schlechthin. Allein schon sein Körper sagt alles aus über ihn. Auf jeden Fall Nenad Vučković, das Gesicht der MT, würde ich sagen. Oder das Gesicht, das am längsten auch hier ist. Und jetzt leider gehen muss. Wir wünschen dir auf jeden Fall alles erdenklich Gute in der Zukunft. Und ich hoffe, du meldest dich dann nochmal. Me down again.